Strahlkraft war natürlich in der damaligen DDR. Es war der BFC Dynamo. Ich bin ja von der Küste gekommen, aus Warnemünde oder Rostock geboren und für mich war eigentlich immer Hansa das Ziel irgendwo. Habe es ja dann auch geschafft auf die Sportschule. Dann ging es nachher im Männerbereich leider nicht weiter. Und dann kam die Anfrage vom BFC Dynamo, wo ich mich natürlich riesig gefreut habe und wo man hier dazu Hauptstadtclub, Hauptstadtverein und wie gesagt BFC Dynamo, eine Riesenmarke damals in der DDR. Und für mich natürlich stolz und eine Ehre, hier spielen zu dürfen, zur damaligen Zeit. Ja, es war sicherlich, wie gesagt, wenn man Europapokal spielt beim BFC Dynamo, das ist, wie gesagt, der Serienmeister gewesen damals oder sind wir immer noch. Letztendlich kann uns keiner nehmen. Sowas kriegt man auch nicht geschenkt oder durch vielleicht irgendwelche Spekulationen von Schiedsrichtergeschichten und was weiß ich alles. Zehnmal Meister muss man erstmal werden, das kriegt man nicht nur vielleicht, wie manche oder viele gesagt haben, durch Schiebung zustande. Da muss man sich schon qualifizieren für und dann das auch erreichen, wie gesagt. Und das, ja, Europapokal dazu ist eine einmalige Sache, was man erreichen kann. Ich habe es geschafft, wie gesagt, ist bei mir in Erinnerung geblieben und bleibt auch immer in Erinnerung. Ja, ich denke mal, da ging es allen ehemaligen Ostvereinen so. Die hatten alle, denke ich mal, damit zu kämpfen mit den ganzen neuen Geschichten, sei es Spielerberater, sei es wirtschaftliche Geschichten, die da auf einmal auf einen eingeflossen sind, auch uns als Spieler, die Gehälter haben sich geändert, was weiß ich alles. Also das war eine große neue Zeit für alle, eine neue Erfahrung und man musste sich da erstmal ein bisschen zurechtfinden, sag ich einfach mal. Also es kamen die dollsten Spielervermittler, Berater, es kamen Agenturen, es kamen, wie gesagt, am Anfang waren wir eine riesen Versicherungsgesellschaft, hat gesagt, eure Verträge, die müssen alle geändert werden. Und dann wurden die Verträge neu abgeschlossen, Versicherungsverträge, man hat richtig Geld dafür bezahlt jährlich. Also ist aber alles eine Unerfahrenheit sicherlich gewesen. Das war jetzt nicht irgendwie blöder Wille oder wie auch immer. Das ist halt passiert und das ist, glaube ich, vielen Vereinen so gegangen und ich denke mal auch vielen Leuten so gegangen. Ja, man hat sich natürlich, glaube ich, damals erhofft, durch diese Umbenennung BFC Dynamo zu der damaligen Zeit natürlich, es wurde ja immer gesagt, Schiebermeister, es wurde mit der Stasi in Verbindung gebracht, was weiß ich alles. Und man hat sich sicherlich durch diese Namensänderung erhofft, so einen neuen Push erhofft irgendwo für diese Zeit danach und erhofft, dass natürlich ein bisschen mehr Zustrom kommt, man vielleicht auch andere Gruppen begeistern kann für den Verein, aber das ist letztendlich alles nicht auf Dauer nicht gelungen irgendwo, sage ich es einfach mal so. Und nachher hat sich der Verein wieder zurückbenannt im BFC Dynamo. Das, glaube ich, hat alle gefreut und dass es wieder so ist, weil letztendlich ist es auch ein Stück Tradition und der Verein heißt halt so. Dann kamen natürlich diese ganzen Markenrechte noch dazu mit dem BFC Dynamo als Marke, was natürlich in dieser Zeit dann auch alles neu gewesen ist, dass man sich die Markenrechte sichern musste und sowas alles. Das spielt natürlich alles irgendwo eine Rolle mit, hat ja dasselbe mit der Logo-Geschichte letztendlich, nichts anderes. Ja, der Tiefpunkt war sicherlich, dass wir Meister geworden sind zu der damaligen Zeit. Dann kam leider Gottes die Insolvenz. Ich denke mal, da ist im Verein auch von diversen Einflüssen viel nicht optimal gelaufen. Dann kam damals, glaube ich, der Dr. Küchler, glaube ich, mit der Gruppe, die bei uns als Sponsor, Hauptsponsor war. Die neuen Märkte sind eingebrochen. Also es kam vieles zusammen zu der Zeit. Wir haben fast über 7 Monate kein Gehalt bekommen, kein Geld bekommen. Haben uns trotzdem in den Bus gesetzt und sind nach Magdeburg gefahren zum Rückspiel, haben das Spiel da gemacht. Und man spekuliert, ich glaube, es war ganz gut, dass wir das nicht geschafft haben, nicht aufgestiegen sind, sonst wäre, glaube ich, eine noch größere Bombe, glaube ich, geplatzt, weil ich glaube, das wäre gar nicht möglich gewesen. Ja, durch einen Zusammenhalt, einen großen Zusammenhalt, was die Fans betrifft letztendlich, Unterstützung aus dem Inneren heraus, es gab diverse Sympathisanten, Freunde, Helfer,
später nachher auch mit einem Peter Mayer, der das dann irgendwo auch jahrelang als Fan erlebt hat, diesen Verein, und ihn dann auch nicht später auch nicht vor die Hunde gehen lassen wollte und deswegen sich da auch eingeklinkt hat später und bis heute natürlich mit im Verein tätig ist und natürlich einen riesengroßen Anteil an der ganzen Geschichte mit hat. Das ist immer so, wenn die Kacke am Dampfen war, um es mal auf Deutsch zu sagen, waren die Fans da, die haben gespendet, sie haben geholfen, ob es bei Einsätzen rund ums Stadion gewesen ist, Fanmärschen, die dann irgendwo auf die Beine gestellt wurde, Sammelaktionen, was wir jetzt auch aktuell gerade erlebt haben mit diesem Spiel, dieses virtuelle Spiel, was jetzt hier gerade zu der Corona-Zeit ins Leben gerufen wurde, was glaube ich eine Riesensache war und da haben wir die Unterstützung gesehen und da sehen wir halt auch, dass die Unterstützung nach wie vor da ist. Sie natürlich sehr wichtig ist für uns, gerade jetzt zu der Zeit auch, und wir uns darüber natürlich riesig freuen. Ich denke mal, die sind schon wichtig. Also Berliner Pokalsieger wird man auch nicht einfach so jedes Jahr und man qualifiziert sich natürlich für die erste DFB-Pokal-Hauptrunde, wo man wieder im Fokus steht, was wir auch schon hatten des Öfteren. Und was auch immer wieder eine geile Sache ist, das bedeutet natürlich gerade für die kleinen Vereine ringsherum um alle, was damit dazugehört, dieser Merchandising, Tickets, Organisation, Vorbereitung, Spieltag, Stadion herrichten, die Auflagen zu erfüllen. Ein riesen Umfang an Organisation, Vorbereitung, aber das nimmt man gerne in Kauf. Man hat natürlich dann auch, und das hatten wir auch in der letzten Zeit, attraktive Gegner auch in diesen Spielen. Ja, die Entwicklung ist natürlich mühsam, sage ich einfach mal so. Es gab schwere Zeiten, es gab Turbulenzen. Hinter allem steht die Wirtschaftlichkeit oder ja, die Finanzen. Und es ist immer schwerer, da kann man sich, glaube ich, die Landkarte auch angucken. In den neuen Bundesländern, dass sie es, denke ich mal, doppelt schwerer haben noch, dieses Potenzial nicht gehabt zu haben vielleicht. Es gestaltet sich als schwierig, auch neue Sponsoren zu finden, neue Partner zu finden. Das Geld liegt immer weniger auf der Straße, das betrifft sicherlich alle so. Aber vielleicht hat man es da auch noch ein bisschen schwerer und aktuell, ja, ist natürlich der Wunsch, in die dritte Liga aufzusteigen, wenn man sieht, was in der dritten Liga für Traditionsvereine auch spielen. Auch wie schwer es die Traditionsvereine in der dritten Liga haben, da zu überleben, sieht man natürlich auch. Trotz alledem ist es natürlich langfristig, ist es natürlich unser Ziel, die dritte Liga. Und ich denke mal auch ein realistisches Ziel irgendwo und auch realistisch über einen längeren Zeitraum dann da sich zu etablieren. Ich denke mal nach wie vor, ein sehr gutes Standing irgendwo. Das hört man vor allen Dingen von den Spielern, die dann manchmal auch weggehen und sagen, vielleicht nicht so zufrieden sagen, aber nicht so zufrieden sind, aber im Abstand dann, wenn man die Meinung schon hört, sagen, Mensch, es war doch nicht alles so schlecht. Die Voraussetzungen sind, denke ich mal, top, was die Trainingsbedingungen betrifft, das ringsherum, was Mittag betrifft und was weiß ich. Von daher, was die Fans betrifft, ist es natürlich anders, wenn ich vor 50 am Wochenende spiele, vor 100 oder vor 1000 oder wie auch immer, oder dann so eine Highlight-Spiele, wie es zum Beispiel DFB-Pokal, auf einmal 10.000 bis 14.000 an der Seite stehen. Und ich denke mal, das kann sicherlich Hertha auf jeden Fall, das kann auch Union. Es gibt sicherlich dann zwei, drei andere Vereine, die gerne sich als Nummer 3 in Berlin bezeichnen oder bezeichnen wollen, aber beileibe, da kommen sie leider nicht ran, das ist einfach so. Ja, schwieriges Thema. Ich denke mal, haben wir vorhin schon mal kurz gesprochen, der DFB macht sich vielleicht ein bisschen einfach oder behandelt sicherlich die Ligen, die unterhalb der dritten Liga sind, ein bisschen stiefmütterlich. Einerseits, andererseits geht es wie gesagt überall auch um die Finanzen. Ich würde bevorzugen, dass man die Regionalligisten, die ersten, direkt aufsteigen lässt, vielleicht die dritte Liga aufstockt. Das wäre mein Plan, weil wie gesagt, man sieht, wie schwierig das Pflaster ist, auch in der dritten Liga, wie wirtschaftlich schwierig es sich gestaltet für selbst Traditionsvereine, die auch jede Woche, glaube ich, fast die Hütte voll haben. Wie schwierig es ist, da zu überleben in diesem Drittligakessel. Und von daher denke ich mal,
Ja, es ist eine Option, aber ich für meinen Teil würde, glaube ich, ja gut, einerseits zweigleisig, wenn man dann die dritte Liga teilen würde und klar, für uns, wenn wir dabei wären, sicherlich auch wieder zu alten Traditionsduellen kommen würde, was natürlich eine schöne und eine tolle Sache wäre. Ansonsten, wie gesagt, die Aufstockung der dritten Liga für mich wäre für mich favorisiert. Wie gesagt, dafür müsste man ein bisschen was aufstocken, sicherlich die Fernsehgelder aufgestockt werden, weil keiner will was abgeben von dem, was er hat. Aber ich könnte es mir so vorstellen, wie gesagt, das wäre mein Gedankengang und so wäre das für mich der Plan.